Ja, liebe Leute, Neues aus der City. P&C darf seine Tiefgarage nicht so bauen. Der Donutmann darf nicht mehr da stehen, wo er immer stand. Bei Kaffeesahne wird unangekündigt das Außenponton flachgelegt oder tiefer gelegt. Das kann nicht mehr genutzt werden. Und jetzt die neueste Entwicklung. Café Voss muss seine Oberetage schließen aus Brandschutzgründen. Nun kann man das verstehen, Brandschutz muss sein. Aber die Frage stellt sich, warum muss es immer sofort hier eskalieren in dieser Stadt? Warum kann man sowas nicht mit einer Art Krisenmanagement vorher lösen? Warum muss das immer gleich publik werden? Ich bin der Meinung, Boche braucht keinen Zukunftsmanager, wie sie ihn gerade eingestellt hat, sondern einen Krisenmanager. Und vielleicht sollte man auch einfach mal überlegen, Wirtschaftsförderung einfach wieder als Stabsstelle dem Bürgermeister unterzuordnen, damit eine Wirtschaftsförderung auch mal mitbekommt, was so in der Verwaltung geht und auch mal in solchen Situationen Krisenmanagement betreiben kann. Was passiert jetzt beim Café Voss? Ich habe gerade mit dem Inhaber gesprochen. Es wird wahrscheinlich eine Lösung geben. Wahrscheinlich muss was umgebaut werden. Da ist sicherlich der Vermieter gefragt. Aber angesichts dieser Schlagzeilen, die hier immer wieder in der City auftauchen und die immer wieder auch auf Behörden, auf Gesetze und sonst was zurückzuführen sind, stellt sich die Frage, wozu gibt man immer wieder zigtausende von Euro für Gutachten aus und für Flächenmanagement und für Einzelhandelskonzepte, wenn doch immer wieder solche Sachen aufpoppen, die dem entgegensprechen und die Bocholt letztlich dann eben auch negativ belasten. Also müsste man einfach mal drüber nachdenken, ob man das nicht auch irgendwie anders lösen kann. Das ist zumindest meine Meinung, mein Kommentar zu Café Voss.